Also das mit dem Kämpfen müssen wir aber nochmal üben, ne? Das ist hier nicht so geil irgendwie. So richtig geil, weil. Wow. So richtig geil war das ja noch nie. Ja, aber irgendwie, Oh, geil! Trumpet mit Hunting Scope. Nett. Das ist super geil. Okay, du hast dein Dings noch in der Hand, das ist schön. Aber ich habe immer noch nicht so Phrasen gefunden. Da ist wieder ein Zombie. Zombie on the street. Oh, oh. Ich habe einen Schuss gehört. Aber nicht von mir. Oh, du bist tot. Oh, da vorne ist ein Überlebender. Der ist in mein Haus reingegangen. Soll ich den mit meinem Schraubenzieher erstechen? Ja, versuch doch. Dann haben wir mal wenigstens ein bisschen Action hier. Hast du ein bisschen Action in deinem Action? Hola. Hola. Der hat Hola zu mir gesagt. Bin bereit für die Action. Ich hoffe mal, der ist alleine. Ach, jetzt schlägt der Haken. Jetzt muss ich den aber töten. Weil sonst findet er gleich eine Waffe und dann tötet er mich. Das kann gut möglich sein, ja. Das ist die Polizeistation. Scheiße, der läuft da hin. Fuck. Er will sich eine Waffe holen. Schneekoppe. Schneekoppe. War gerade ein Vogel, der hat das überhaupt nicht gemacht. Mann, leckt das hier rum, das ist irgendwie mehr ja, schön. Ja, das ist bei mir aber auch am Lenken. Wow. Ich häng in der Hauswand, glaube ich. Oh ja, cool. Oh. You're unconscious, der hat mich anscheinend kaputt geschlagen. Mich hat's in der Hauswand geglitscht. Ah, dann bin ich. Jetzt bin ich wieder frei. Dann respawn ich einfach mal. Geier geht mit dem Spiel hier ab. You are dead. Was zum. Ich will hier raus. Och, das Spiel ist so kaputt, ey. Ich hänge schon wieder in der Hauswand. Oh! Die Anweisung in blablabla verweist auf Speicher blablabla. Der Vorgang written konnte nicht im Speicher durchgeführt werden. Klicken Sie auf OK, um das Programm zu beenden. Ich hänge immer noch in der Wand fest. Es ist abgeschmiert. Das ist traurig. Ja. Es läuft sehr stabil. Ja, ich sehe schon. Ich vergiss nicht, die Aufnahme nochmal neu zu starten. Ja. Ich hänge in der Wand fest und komme nicht raus. Ach Gott. Es hat sich halt so gar nichts geändert, ne? Ich komme hier nicht mehr raus. Also gut, dann eben Exit. So. Nochmal respawnen oder noch. Runter, noch mal runter, neu. Hoch, runter, runter, hoch, hoch. So. Je, welche war das denn jetzt nur? Server? Mhm. Da weiß ich nicht. Aber ich kann bestimmt irgendwie nachgucken. 2.6. 2.6 war es. UK 2.6. Ich glaube, mit P konnte man nachgucken, was das für ein Server ist. Oder man konnte nur die Spieler sehen, die drauf sind. Ich weiß es nicht mehr. Ich werde gleich berichten. Hm? Ich werde gleich berichten. Mhm. Wenn er dann mal wieder ins Spiel reinfindet. Ja, der ist jetzt bei mir im Ladebildschirm. Letztlich zu Tode. Ach, man hört die Vögel zwitschern. Na, immerhin. Ja.
Ah. Bei mir tut sie nichts. Jetzt wieder schwarz. Please wait. Ich schließe mal das Programm. Ich bin in der Pampa. Synchronisierung läuft. Spielt. Aber so richtig. Ganz weit draußen. Ja. So, ich teste jetzt hier mal alle Tasten. Also P war es auf jeden Fall nicht. Ne, ich weiß nicht mehr, welche Taste das war. Okay. Ich meine aber, dass das war tatsächlich... Oder P, meine ich. UK26. Connect. Ich bin jetzt noch nicht mal der Straße. Wärst du jetzt so freundlich, in das Spiel hinein zu connecten? Ah, jetzt bin ich ja an der Straße. I'm feeling hungry. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Da, wo ich ganz am Anfang war. Dann laufen wir mal hier lang, da wissen wir ja, wo wir hinkommen. Ah, so, ich bin wieder im Gebäude. Jetzt gucke ich nochmal gerade. P, nein. Nee. Player Sebastian Koschitzki kicked off. Sind sie noch da? Ja, sie sind schon da. Ich bin noch da, ich renne da mal in diese Kirche rein. So, was haben wir hier? Haben wir was zum Anziehen. Was ist das? Light Blue Tracksuit Jacket. Nein, danke. Ich bin in dem Dorf mit dem Bürgerkriegsdenkmal. Mit diesen drei Herren, die da stehen und... Ich kann dir aber nicht sagen, welches das genau ist. Du sollst das anziehen, du... Es ist schon wieder am Leckigen. Swap. Würde schon sein, das ist aber nicht Light Blue. Aber es ist dann doch noch Light Blue geworden. So, warte mal hier. Oh, was ist das? Hier war doch gerade irgendwas. Ich stehe und ich bin hier gerade voll am rumglitschen. Hallo, ich lauf doch gar nicht. So, darf ich das jetzt aufheben? Nein, darf ich nicht. Computer sagt nein. Also dieses Spiel kommt absolut nicht mit schnellen Geschwindigkeiten klar. So, jetzt hat es aufgenommen. Hey, schon wieder? Wo bin ich denn verflucht noch eins? Hey, Hook. Ein Heuhaken. Das kann man wahrscheinlich als Waffe benutzen. Ich denke schon. Oh, das sieht aber gefährlich aus. Wenn es noch schön verrostet ist. Dann tut's auch noch weh. Ja. Ah, dann komme ich jetzt gleich wieder bei dem alten Schiff raus und dann laufe ich wieder durch das Wasser und dann ist sie wieder nass und... Ach. You know. I know. Ich glaube, ich bin im Krankenhaus gelandet. Ja, das ist ein Krankenhaus. Das ist Holz. Dann laufe ich hier die Straße lang. Im Krankenhaus? Oder zumindest irgendwas, was in die Richtung aussah. Aber in solchen Gebäuden waren wir häufig drin. Ah, die Bäume bewegen sich schön. Die hätten sich aber mal lieber auf andere Sachen konzentrieren sollen. Ein Halfter ohne Pistole. Tja. Ja, nimm mal mit. Ja, ja. Ich steck ein, was ich finde. Es ist wieder windig. Jedes Mal, wenn windig ist, denke ich irgendwie für ein Auto. Wer weiß, wie die sich hier mittlerweile anhören.
Naja, als wir zuletzt gespielt haben, haben wir ja nicht so viele Autos gesehen. Sind wir eigentlich mal mit einem gefahren? Nicht, dass ich wüsste. Nee, dann habe ich nur Autos fahren sehen und die waren sehr, also so rum, also die sind nicht einfach nur strack geradeaus gefahren, sondern auch mal kurz wieder rückwärts und dann mal kurz wieder vorwärts. Besoffener Fahrer. Ach, komm, das ist doch kacke mit dem Lag. So, da vorne ist jetzt wieder ein Städtchen. Und das sollte dann... Tü-lü-lü. 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 Weiß ich nicht. Ist ja kein Schild hier. Mal wieder. Aber irgendwas, was... Ach, da, genau, das ist hier bestimmt... Lambamill. Ich müsste mich mal auf die Suche machen nach einem Straßenschild. Ich bin auf jeden Fall wieder Richtung Solnitschny unterwegs. Da sind alle Tore offen, da gehe ich mal hin. Alle Flaschen leer. Da komme ich her. Oh oh, ich muss niesen. Da. Oh, jetzt, okay, jetzt laggt's. Das macht's bei mir schon die ganze Zeit, leider Gottes. Wow, wow, wow! Oh, jetzt bin ich aus dem Haus raus. Da lag doch was. Wo bin ich denn jetzt? Ach, wieder da vorne. Ach, das ist nur eine Batterie. Dafür habe ich mir jetzt die Mühe gemacht. Na, na. Benzin, ein Eispickel. Na. Das ist so eine schöne Jacke. Ein Seil. Ach, Kacke. Man hätte ja meinen können, die hätten in den Jahren ein bisschen was dazugelernt, was... Stabilität von Servern angeht. Okay, ich meine, naja, ich glaube jetzt nicht, dass unsere beide Verbindung so schlecht ist. Nee. Eieiei. Entschuldigung, das war dezent laut. Auch es ging, also auf meiner Seite ging es noch. Es könnte jetzt natürlich in den Videos anders klingen. Kacke. Ich versuch's mir zu merken. Dass da was war. Tragbare Gaslampe. Was haben wir hier? Luke Wrench. Ach, zum Räder wechseln, okay. Oh. Ich habe keine Lust mehr, hier die Garagen zu durchsuchen. Das ist mir zu blöd. Das ist ein Zombie. Dann erschlage ich halt den. Da kriegst du aber auch nichts von. Stimmt. Das ist halt echt dumm, dass sie das noch nicht geändert haben, dass sie halt irgendeinen random Scheiß dabei haben. In den auch wenn es nur Rex wären oder so. Ja, meistens haben die ja Klamotten an, also deswegen. Ja, ja. Finde ich das ein bisschen unverständlich, warum die. Dass man die nicht ausziehen kann. Ja. Und vergewaltigen kann. Wenn das hast du jetzt gesagt. Tod mit einer Leiche. Nee, Tod mit einer Leiche. Tod mit einer Leiche. Es gibt ein Lied von Industriegebiet, heißt es, glaube ich, Sex mit einer Leiche. Das so Industrial. Kenn ich nicht. Dum, dum, dum. Ist auch nichts Besonderes. Nur weil jetzt gerade das Thema aufkam. Oh, was ist das denn? Ein Buch. Oh, was ist das denn? Ein Designer-Sunglasses. Shotgun. Shotgun. A Traveler in Time. Inspect. Tear out blank page. Erstmal das Buch zerreißen. Erstmal kaputt machen. Hm.
Nein, hier ist ein Zombie irgendwo. Ich verlasse dieses Gebäude sofort. Verlassung wird eingeleitet. Oh, da ist ja noch einer. Verlassung? Ja. Oh. Es kann sein, dass ich jetzt gleich sterbe. Cool. Immerhin. Action. Weil Feuerwehrhaus. Oh, ein Feuerwehrhelm. Ich habe noch immer kein Ortsschild gefunden. Blue Canvas Pants. Nee. Was ist das? Black Shirt. Okay, hat sich jemand ausgezogen. Brown Slack Pants. Ich hoffe jetzt nicht, dass mir gleich hier oben einer begegnet. Nee. Oh, Firefighter-Axt. Geil. Nice Stein. Immer wenn man irgendwie so 5 cm runterfällt, dann bleibt die erstmal stehen. Hm. Hier steht ein Auto. Da ist bestimmt keine Zündkerze drin. Und selbst wenn ich die Zündkerze finden würde, ich bezweifle, dass ich jemals das andere Auto nochmal wiederfinden würde. Das ist ein Ortsschild. Das da bitte auf 1. Kann ich nicht lesen, das ist zu unscharf. Ich kann ja mal versuchen herauszufinden, was das heißen soll. Wenn meine Karte hier mal funktionieren würde. Das hat ein CK. Guckst aber komisch. Am Ende. So. Ich bin in Svetlojarsk. Wo ist das denn? Das ist relativ weit im Nordosten. Nicht weit weg von dem Schiff, vermutlich. Oh, vielleicht bin ich da ja gerade sogar. Was ist das denn? Oh. Wie finde ich das denn jetzt raus, wo ich hier bin? Ist das hier eine Tankstelle? Das sieht ganz so aus, als wäre das eine Tankstelle. Hier ist ein Pappe. Ich war gerade eben in einem Papp drin. Die Anzeichen verdichten sich. Geh mal auf die Straße. Boah, Gott! Dennis hat die Tür aufgemacht. Boah, Gott. Voll erschrocken, ey. Na, ich bin schon ein Stück weiter gelaufen. Bin jetzt bei einer Tankstelle. Wenn du so ein Haus siehst mit Feuerwehrgezumpel. Ein Rucksack, ein großer. Da-da-da-da-da. Mit was drin? Einem schwarzen Stift. Ein Rucksack Take mit it. Einem schwarzen Stift. Ja, was ist das? Leather Sewing Kit wird direkt mitgenommen. Was ist das? Ich Hatchet. Bin tot. Warum bist du tot? Was hast du gemacht? Wurde erschossen. Wie, du wurdest erschossen? Ich guck mir den Bus an, dreh mich um, steht da ein Typ, zielt auf mich. Und noch bevor ich die Hände hochheben konnte, wurde ich erschossen. Super. Respawn. Warte mal, hier liegt jemand auf dem Boden. Nee, du bist aber keine Frau, ne? Nee, ich war schon ein Typ und das war an der Tankstelle. Aber ich habe auch keinen Schuss gehört, also du bist irgendwo anders.
Mein Gott, wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Ich finde das auch ein bisschen blöd irgendwie, dass man nicht sagen kann, ich spiele mit dem zusammen und ich möchte gerne mit dem zusammen an diesem Punkt spawnen. Hm. Es muss jetzt nicht sein, dieser Punkt, ich möchte das spawnen, sondern einfach nur, ich möchte zusammen. Ja. Ich möchte zusammen mit dem Typen spawnen. Was ist denn da los? Da kommt Rauch raus. Oh, da liegt ein... Hier ist irgendjemand. Dödem. Dödem. Oh nein! Dödem. Paff! Oh, jetzt fängt das wieder an zu laggen. Ich laufe im Wald rum und sehe nichts. Außer Bäumen. Hier lag auf jeden Fall so eine komische Fackel. Die liegt an und macht Rauch. Und die war eben auf jeden Fall noch nicht da, das heißt, hier ist irgendjemand. Da wird es hier doch noch spannend. Nee. Nee. Ich weiß nicht, die Zombies sind noch irgendwie sehr wehrlos. Oder? Ja, also wirklich eine Gefahr fand ich jetzt nicht. Da vorne läuft jemand. Aber der ist. Da läuft noch einer. Wenn er eine Waffe hat, bin ich gleich tot. Weil ich laufe genau auf den zu. Wir sind auf jeden Fall zu zweit hier. Oh ne, das ist ein Zombie. Where is this guy? Ich hab eine Feuerwehraxt und einen Feuerwehrhelm. Feuerwehrmann. Du bist eine Feuerwehrfrau. Ja. Wollen wir jetzt mal nicht so kleinlich sein, ne? Wo sind die denn hin? Zombie hängt da fest. Ich bieg mal hier ab. Da ist einer. Na, okay. Der hat auch nichts. Also. Der schlag ihn kaputt. Nö, wir sind unserer Wege gegangen, ohne dass wir dem anderen etwas getan hätten. Seiden hat jetzt umgedreht und läuft mir hinterher. Nein. Man kann den Leuten ja alles zutrauen, ne? Wie in dieser komischen Schule. Oh, ein Halfter. Also ein Holster. Ist das Holz? Ist das das Gleiche? Das ist das Gleiche. Gut. Ich habe ja hier die Überahnung. Ich glaube, Halfter ist das deutsche Wort. Gut. Und Holster, glaube ich, eher das Englisch. Dieses Rumgelegge, ich komm. Ich kam da nicht raus. Sehe schon, komm, ich fahre hier gleich vom Dach. Weil es rumdeckt. Weil du durch die Wand hindurch geglitscht bist. Nee, weil ich auf dem Dach stehe jetzt. Ach so, ne, es ist gefährlich. Ich habe mich gerade vor meinem eigenen Schatten erschrocken. Oh, wo bin ich denn nur? Ist das da unten? Ist das eine Hütte oder was? Sieht nicht so aus. Ich sehe nichts, ich finde nichts. Ich mache einen Respawn. Kann ich nicht. Ich glaube, ich habe noch gar nichts gegessen. Okay, an der Leiter kann man nicht ins Menü gehen. Ich bin hungrig. Ja, das ist mein Kamerad hier auch. What happened? Ist ausgegangen. Oh. Ah.
Apple Software Update. Nein, danke. Da kniet einer. Machen kaputt. Zombie. Mach ich. Machst du ihn kaputt? Ja, ich kloppe ihn gerade so ein bisschen. Sehr gut. Ins Gesicht und noch ein ins Gesicht. Der stirbt gar nicht. Ja, mit der Hand dauert das, glaube ich, ziemlich lange. Kann ich denn den, die Sachen abnehmen? Ja, komm, ich zieh den mal aus. Xetem, das war doch dieses Kelch oder irgendwie sowas. Kelm. Weißt du, wo Kelm ist? Ich hab's auf der Karte schon gesehen, ja, aber... Ist das bei dir in der Nähe? Ich weiß es nicht, ich weiß nämlich nicht mehr, wo ich bin. Ach so. Der Typ hier ist kaputt. Also, kaputt. Hier ist noch ein kleiner Rucksack. Kann ich den mitnehmen? Nee. Sonst hätte ich ihn für dich mitgenommen, falls wir uns nochmal treffen sollten. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin auf einer Straße irgendwo und nirgendwo. Ja gut, dann ich gehe mal in Richtung Kelm. Ich versuche herauszufinden, wo ich mich rumtreibe und dann, ja, schauen wir mal. Diese Naht. Der Charakter läuft hinten am Po, die eine Naht, die zieht sich immer so nach unten, ey. Wo guckst du denn hin? Ja, das ist voll auffällig. Ist das bei dir auch? Oder ist das nur bei den Weibern? Ich sehe hier nur... Naja, die bewegt sich, diese Naht, aber jetzt wirklich... Ja, aber extrem. Also, so bewegt sich keine Naht. Vielleicht ist das bei den Typen anders. Möglich. Vielleicht haben die einen Birnenpo, während die Damen einen Apfelpo haben. Ich weiß es nicht, da steht ein Auto. Habe ich etwa wieder das... Bin ich jetzt hingehüpft? Ach, es geht wieder los. Da ist ein Zombie. Ich mach den mal kaputt. Nee, das ist kein Zombie. Ich bin wieder da, wo ich vorhin gestorben bin. Jetzt läuft er von mir weg, das ist ein anderer Spieler. Der hat aber nichts und der läuft ganz komisch. Sagt irgendwas. Ich bin wieder in Dingens. Wie hieß es jetzt noch? Svetjolarsk. Wo war jetzt hier? Ich will dich kaputt machen. Wie hieß die Ortschaft nochmal? Kem oder sowas? Kelm. Ach du Schande. Das ist ein gutes Stück. Kleine Kiddies, die hier quatschen. Warum kann man eigentlich nicht wenden, laufen, schlagen? Das ist eine gute Frage. Ging das nicht mal? Nicht, dass ich wüsste. So, ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg. Von Kelm weg. Weil der Typ vor mir wegläuft. Okay. Komm, leck mich. Richtung... Berenzino. Don't kill, sagt er. Ich laufe dir doch nur hinterher, ich will auch gar nichts machen. Ach komm, warum läufst du nicht einfach in den Wald? Oh, warum muss das Ding unbedingt kaputt sein? Jetzt steht da mal ein Auto und fast vollständig funktionsfähiges Fahrzeug. Was fehlt denn? Eine Zündkerze. Ich habe das Auto wieder. Nee, das ist das gleiche Auto. Ach so. Ich bin wieder genau an der Stelle, wo ich vorhin auch war. Du bist in Svetjolarsk. Ja. Das war Nitschny. Das war das im Norden?
Das ist im Norden, ach, ja. Das ist ganz da oben. Mhm. Ja, muss ich ja doch wieder in die andere Richtung laufen. Vielleicht okay, kann, ich den anderen, kann ich den Typen jetzt umlegen. Die Batterie ist auch hinfällig. Der Mechaniker hier. Das steht da. Oh, und das Rad auch. Oh. Falls ich eins finde, ich bringe eins mit. Na, ich lasse das Auto hier stehen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt Richtung Wasser gehe. Da oben steht er. Don't kill. Don't kill. My best friend. I want your helmet. Stimmt, da war ja was. I want your helmet. So, wo ist der hin? Ich mach dich tot. Ich mach dich kaputt. Ich mach dich kaputt. Das ist total kaputt. Ist er ins Haus reingegangen? Nicht ins Haus rein. Bist du? Keine Ahnung, der ist weg. Selbstmord wahrscheinlich. Oder hat sich irgendwo ins Gras gelegt? Es ist so laut draußen. Ich laufe dann mal die Dings entlang, die Bahngleise. Ach. Es laggt. Oh, bei mir auch. Da ist ein Haus. Ist das da vorne ein Auto? Ich hab noch nicht ein Auto gesehen, ey. Das ist ein Busch. Korrektur sind zwei Büsche. Ich hab ein Auto gehört, ich hab ein Auto gehört, hier gibt's Autos. Naja. Also hier ist jetzt ziemlich wenig immer noch. Sehr ist Ortsschild. Ist das jetzt Kelm? Ja, es ist Kelm. Naja, ich bin auf jeden Fall jetzt Richtung Süden unterwegs. Ja, ich werde gleich, wenn ich durch Kelm durch bin, werde ich dann direkt Richtung... Ach, ich schlage jetzt hier direkt schon den Weg nach rechts ein. Ich laufe jetzt strack aufs Meer zu. Hat sich einfach nichts getan. Nee, nicht wirklich. Da steht einer. Mach kaputt. Schon dabei. Komm her, gespuckt. Sind die einfach AFK oder was? Für die. Erstmal einen Puls checken. Has a strong pulse, okay. And is warm to touch. Ich schlag dir ins Gesicht. Na gut, ich hatte vorhin hatte ich ja auch einen, der einfach nur da stand und ich den einfach kaputt gehauen habe. Er hat A gemacht. Oh, jetzt ist er zusammengefallen. Check Pulse. No Pulse. And is warm to touch. So, weiter geht's. Ja. Meine Finger werden kalt. Meine Finger werden taub. Ich halte jetzt das W mit meinem Zeigefinger gedrückt und die Renntaste mit der anderen Hand.
ist so spannend. Ja, doch. Hm. Kann ich vollstens verstehen. Hm. Ich finde hier einfach nichts. Gut, ich laufe jetzt an den Bahngleisen lang, aber ich habe auch vorhin nichts gefunden, wo du sagen könntest, jo, mal eine Waffe so, oder... ich habe jetzt Bahngleise. Ja, immerhin. Sie. Dann laufe ich mal auf den Bahngleisen Richtung Norden. Mhm. So. Ich hoffe mal jetzt nur, dass du noch nicht hier vorbei bist. Das hoffe ich auch. Wir müssen auf jeden Fall noch mal reingucken, wenn das 1. irgendwas draußen ist. Wenn der Reboot gemacht wurde oder zumindest ja auf 1.0. Ja. Ja. Da bin ich echt mal gespannt. Das ist, entweder machen sie das Spiel jetzt dann komplett kaputt oder es ändert sich einfach nichts. Okay, ich bin jetzt an dem Boot schon in der Ecke. Also ich sehe es schon. Oh, dann bist du aber... Du bist auch erst bei Kelm gewesen jetzt gerade. Ja, ich bin einmal quer über die Landschaft gelaufen und bin dann am Meer gewesen und jetzt sehe ich gerade das Schiff in der Entfernung. Ja, ich kann dir sagen, wo ich bin. Berenzino? Ich bin jetzt so ziemlich auf halber Strecke zwischen Berenzino und Svetlolavsk. Wo denn ungefähr? Also, die halbe Strecke ist ja das Schiff eigentlich. Ach so, war das dieses Schiff bei Riffi? Ach ja, pass auf, ne, da bin ich ganz, ganz nah am Schiff. Moment. Ich lauf zum Schiff. Ja, nee, lauf weiter die Bahngleise die Richtung Süden. Ja. Ach du Scheiße, genau. Das geht nie jetzt ab. Ich legge gerade ein bisschen rum. Ich noch nicht. Schaue in die Ferne und sehe, da läuft jemand. Ja, da läuft auch jemand. Yay, wir haben uns gefunden. Wir haben uns wieder gefunden. Wo gehen wir jetzt hin? Ich würde mal ein Stück zurücklaufen. Willst du ein Hackebeilchen haben? Ja, du kannst alles, was du entbehren kannst. Wie läufst du denn? Ich? Ich stehe gerade. bei mir. Guckst du auf den Boden? nee. Wo läufst du hin? Nirgends, ich bin stehen geblieben. Nein, du läufst nicht weit. Ich mache gar nichts mehr, aber meine Figur bewegt sich. Okay, jetzt laufe ich in den Wald hoch. Hier vor mir liegt das Beil. Ich will nicht den Wald hochlaufen. Da liegt kein Beil. Da liegt eins. Ich glaube, es hat sich gefangen. Nee. Wo bist du? Ach, da bist du. Oh. Jetzt guckst du nach oben. Nee, ich guck nicht nach oben. Ich guck dich an. Ich mach das mal. Exit. Jetzt bin ich mal kurz weg. Ich hoffe, ich komme an der gleichen Stelle wieder zurück. Du stehst auf jeden Fall da rum. Jetzt, du UK, guckst nach oben. UK 2.6, ne? Immer noch. Ja. Oh Mann. Position in queue. Jetzt muss ich warten. Aber dein Charakter steht immer noch da. Ach Gott. Ah, jetzt ist er weg. Nee, ist doch dumm. Also ich bin Nummer 1 in der Warteschleife. Ich pack das Beilchen mal wieder ein, nicht, dass es gleich weg ist. Besser ist das. Du sollst es einpacken, es liegt immer noch da.
Oh, es ist weg. Nee, es ist eingepackt. Das Spiel ist so kaputt. Weißt du noch mit der Munitionskiste? Wir hatten eine ganz volle Munitionskiste mit ganz viel Scheiß drin. Mhm. Und die hast du dann auf den Boden gestellt und dann kam man nicht mehr dran, weil der Server sich neu gestartet hat. Richtig. Jetzt wurde ich rausgekickt. Was ist das denn für ein... Jetzt wurde ich wieder... Ich versteh das Spiel nicht. Darf ich deinen Charakter kaputt machen, der da steht? Warte mal. Was? Ich schließe das Spiel nochmal. Unknown Entity has a strong pulse. Du guckst das schön durch mich durch. Das ist schön für die Unknown Entity. Oh, ist das Spiel so im Eimer. Ich versuche jetzt nochmal auf den Server drauf zu kommen. Mhm. Sollte das nicht funktionieren, dann darfst du gerne zuschlagen. Mhm. Und dann würde ich das an der Stelle aber auch dabei beenden, belassen. Weil das, ja. Ich glaube nicht, dass das noch deutlich besser wird. Nein. So. I understand. Play. Position in Q2. Darf ich dich kaputt hauen? Ja, hau mich kaputt. Kannst du glauben, dass wir 64 Stunden dieses Spiel gespielt haben? Der Wahnsinn. Diesen Müll? Wo willst du den Schlag denn gerne hinhaben? Ja, schön ins Genick. Ins Genick? Okay, Moment. Wenn du da rankommst. Ja. Wow! Wenn das nicht rumleckt, dann... Ich hab was gehört. Das war wieder dieser komische Vogel. Hallo! So, ins Genick. Ich schlage ins Nichts. Ah, jetzt habe ich dich getroffen. Sehr schön. Du blutest aus der Luft. Du hast geschrien, aber du stehst noch. Willst du noch eins ins Gesicht? Ja, komm, gib mir noch eine drauf. Ja, wenn das hier... Oh, jetzt liegst du da. Wow, 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 wow. Das wird... Ich komm einfach nicht zu dir hin. Wow. Wo bist du? Da bist du. Ich darf nicht zu deinem Charakter. Checkpuls! Jetzt bin ich wieder an den Bahngleisen. Irgendwo. Ah. Schön! Ich werde jetzt hier einfach so ein bisschen rumteleportiert. Ach, das hatte ich gerade eben auch. Das hatte ich gerade eben auch. Kann ich mich irgendwie selbst töten? Nicht, dass ich wüsste. Baum fällen? Ich habe den einen Baum getroffen, da wurde ich aber schon wieder rum. Oh, jetzt ist es. Das ist ganz spät, dass das ankommt. Gut. Exit. Yes. Das sagt, glaube ich, viel über das Spiel aus, ne? Ja. Ach Gott. Okay. Ich würde sagen. Das nächste Mal, wenn wir das Spiel besuchen, ist das Spiel dann irgendwann vielleicht in der... Also der Reboot ist es dann. Ja, dann steht hoffentlich eine 1 vorne. Ja. Und es ist hoffentlich ein Spiel, das man auch spielen kann. Mhm. Ey, in den 2 Jahren, beziehungsweise eigentlich seitdem wir mit dem Spiel angefangen haben, also vor 4 Jahren, glaube ich, ungefähr, oder?
Könnte hinkommen, ne? Gut möglich. Ich kann jetzt mal gucken, wann Teil 1 hochgeladen wurde. Gibt's hier Info oder sowas? Nee. So, das erste Video hast du hochgeladen am 31.03.2014. Also 4 Jahre her. Und in diesen 4 Jahren hat sich nichts getan. So rein gar nichts. Nee, so ziemlich überhaupt nichts. Nun, ja gut, es sind Autos dazu gekommen, die wir aber bisher nie fahren durften, weil sie entweder nicht da waren, wo sie eigentlich spawnen würden, oder es waren halt Sachen kaputt. Ja, ja. Also, da war jetzt Batterie und Zündkerze im Eimer. Bis auf die Batterie habe ich ja schon mal gefunden. Die Zündkerze nie. Ich habe keine Ahnung. Also, das. Also, ich sag mal, ja? Das ist total unfertig. Ja. Ich meine, okay, es ist eine Alpha, es ja? Es ist eine Alpha seit 4 Jahren. Ja. Seit mehr als 4 Jahren. Ja. In der Zeit haben andere Leute 2 Spiele entwickelt. Ja. Also, ich lese hier gerade, da soll quasi Release in Kürze als Reboot mit neuer Engine. Also, da wird jetzt alles durcheinander geworfen. Aber ich würde sagen, das ist bis jetzt erstmal beendet, das Projekt. Weil sonst, ich hatte das noch als offen so. Aber wenn dann irgendwann mal in 1000 Jahren der Reboot rauskommt, dann werden wir das nochmal besuchen. In 1000 Jahren. Erstveröffentlichung 16. Dezember 2013. Also wir haben das quasi von Anfang an begleitet. Mehr oder weniger. Mhm. Nee. Es ist einfach nee. Nein. Nee. Das ist so ein Early Access Spiel, wo man nicht rein investieren sollte. Das voll in die Hose gegangen ist, ja. 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 Naja. Ich denke, damit kann man so belassen. Ja. Damit beenden wir vorzeitig erstmal das Projekt. Was wir dann, wie gesagt, vielleicht nochmal in 1000 Jahren wieder besuchen werden, aber. Ja, sehe ich genauso. Ja. Gut, dann hoffe ich, dass euch dieses Projekt gefallen hat. Ich danke dir nochmal, Dominik, dass du mich die 2 Stunden heute nochmal begleitet hast. Ja, sehr gerne. Mich hat es auch interessiert, was da so noch verbessert wurde, in Anführungsstrichen. ich kann jetzt damit abschließen und sage, nix. Jo. Und es waren ja nicht nur die 2 Stunden heute, die du mich begleitet hast, sondern auch die anderen 105 oder 107 oder 102 Parts, ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Ja. Meine aber Playlist ist nicht aktuell, aber... Es ist auch nicht so wichtig. Nee. Gut. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei unserem oder meinem oder deinem, wenn du nochmal welche machst. Let's Play. Eventuell mal. Genau, Let's Plays wieder. Gut. Tschüss. Tschüss.